Ja, HL Sports TV heute wieder auf der Lohmühle, heute nicht auf der Couch, sondern hier in der Scandon Lounge. Und wir haben einen weiteren Vorstand bei uns bei HL Sports TV. Speed Dating, wer bist du? Okay, mein Name ist Daniela Wedemeyer, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, ein Hund, bin in Lübeck geboren und wohne in Bad Schwartau. Erste Frage oder zweite Frage gleich, wärst du lieber für ein 1:1 oder ein 5:5 auf der Lohmühle? Oh, schwierige Frage. 5:5. Okay. Ja, also wir hatten ja vorher schon mal gesprochen und du hast gesagt, du bist ein blauer Mensch. Was ist ein blauer Mensch? Ja, es ist so ein bisschen so Persönlichkeitstests, wenn man so ein bisschen in Führungspositionen rutscht, muss man ja sowas öfter machen. Blauer Mensch ist vielleicht so Zahlenmensch, absolut passt zu mir. Vielleicht ein bisschen kühl, ein bisschen berechnend, so kalkulatorisch, ja, so das bin ich. Also Fasching und Kasackentanz ist nichts für dich? Nein, bitte nicht. Und nicht verkleiden. Beruflich, hast du gerade schon gesagt, du bist ein Zahlenmensch, bist du bei der Bader-Gruppe. Was machst du da bei dem Unternehmen, das übrigens im gleichen Jahr gegründet wurde wie der VfB Lübeck? Ja, irgendwie passt das, ne? Da schließt sich der Kreis, habe ich auch schon gesagt. Bin seit Juli tatsächlich in der Bader-Gruppe und habe da das globale Controlling und Konzernrechnungslegung übernommen. Was heißt das genau? Also wirklich nur den Zahlentrakt komplett? Also Controlling ist ja so ein bisschen Unternehmenszahlen aufbereiten fürs Management, dass man so ein bisschen die Strukturen auch legt, guckt, wohin geht der Weg, Managemententscheidungen vorbereiten und Konzernrechnungslegen halt wirklich Zahlen konsolidieren, viele Firmen zusammen, eine gleiche einheitliche Struktur und dann eben die Zahlen aufbereiten, dass sie eben einheitlich konsolidiert ein Ergebnis darstellen. Da kennst du auch kein Pardon, bei Zahlen bist du todernst, wie man merkt. Richtig? Absolut, ja. Okay, ja. Du warst ja beruflich viel auch unterwegs, zum Beispiel in China und in anderen Ländern. Wo warst du denn noch nicht und wo möchtest du denn gerne mal hin? Ich war tatsächlich noch nie in Südamerika, das reizt mich. Afrika war ich auch noch nicht, reizt mich vielleicht nicht zwingend so, also lieber Südamerika und Australien noch nicht. Ansonsten habe ich schon eigentlich recht viel bereist, tatsächlich. Mhm. Du hast anfangs gesagt, du hast einen Hund. Nimmst du den immer mit, wenn du reist? Nein. Also beruflich bin ich ja meistens alleine gereist und ansonsten habe ich ja meine Familie. Meine Eltern passen dann sehr gerne auf den Hund auf. Mhm. Dennis Krupke ist jetzt nicht Sportvorstand geworden, wie wir spekuliert haben. Das ist aber ein anderes Thema. Hat dich ja zum VfB Lübeck gebracht. Hast du damals sein entscheidendes Tor zum Aufstieg in die zweite Liga vor fast 20 Jahren live im Stadion gesehen? Ja. Da kam es erst echt, da warst du dabei. Wie war es für dich? Super, ja. Ich habe Dennis ja kennengelernt Anfang der 2000er. Hat er die letzten Wochen seine Ausbildung bei mir mit absolviert. Und von daher auch, daher waren wir viel im Stadion. Dann auch in Kontakt zu Timo. Und das war natürlich super, diesen Aufstieg da mitzuerleben. So. Und wie lange bist du jetzt schon beim VfB-Fan? Eigentlich seitdem tatsächlich, ja. Tatsächlich dann immer regelmäßig da gewesen und durch die Kontakte zu Timo, zu den ganzen anderen hat man es immer gehalten. Dann ein bisschen als Sponsoring war ich oft hier, von daher ja eigentlich regelmäßig immer auf der Lohmühle. Und jetzt Finanzvorstand. Hast du dich eigentlich darum beworben oder hat man dich gefragt, wie lief das ab? Man hat mich gefragt, ja. Okay, dann hast du gesagt, ja, mach ich sofort. Nee, tatsächlich nicht. Also so erst Kontakt schon mal im Sommer und habe dann drüber nachgedacht und dann wurde es so ein bisschen konkreter und dann natürlich auch in Absprache mit dem Arbeitgeber, muss das ja auch so ein bisschen passen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, das ist doch eigentlich eine tolle Sache und hoffe, dass ich da viel gut zu beitragen kann. Ist das ein Mehraufwand für dich und wie groß ist der Mehraufwand? Weil du hast ja noch einen normalen Job. Ja, absolut Mehraufwand, aber natürlich macht es einfach Spaß. Am Anfang ist es immer viel natürlich, man muss ja erstmal reinkommen, sich mal alles angucken, die Prozesse mal anschauen, wie läuft das, die Zahlen analysieren. Und ich hoffe, dass es dann nachher ein überschaubarer Aufwand wird, als es jetzt gerade ist, ja. Und so der erste Blick auf die Zahlen, ohne was zu verraten. Thomas Reda sagt ja immer so, der Verein ist nicht auf Millionen gebettet. Kannst du das bestätigen? Ja, es gibt viel Luft nach oben, aber es macht ja auch Spaß. Das ist ja auch der Reiz dran. Ja. Jetzt seid ihr zu viert im Vorstand. Am vergangenen Sonntag wurde Sebastian Harms ja vorgestellt. Ihr kanntet euch vorher alle gar nicht. Nein.
Wie ist das erste Treffen gewesen? So, hallo, ich bin Daniela, hallo, ich bin Christian. Hallo. Ja, genau, okay. So war es, genau so, ja. Hallo. Wir haben uns gegenseitig vorgestellt. Ich finde das super. Ja. Also wir kennen uns tatsächlich alle, wir kannten uns alle nicht und insofern bietet das, glaube ich, auch eine super Chance für den Verein. So, jeder hat in seinem Bereich die Expertise, die er mit einbringt. Ich glaube, dass das sehr wertvoll sein kann. Und eine Expertise bringst du nicht nur zahlentechnisch mit, sondern auch fußballerisch. Das heißt, du hast ja selber Fußball gespielt. Wo hast du genau gespielt? Und wirst du denn auch deine Meinung aus deiner aktiven Zeit in die Vorstandsarbeit einbringen, wenn du den Daumen bei einer Verpflichtung senkst oder hebst? Das ist ein bisschen wie ein zur ersten Frage. Ich habe sehr spät angefangen mit Fußball. Ich habe als Kind Handball gespielt, bin dann mit 16, 17 erst zum Fußball gekommen. Habe damals beim VfL Bad Schwartau haben wir eine Damenmannschaft gegründet, so mit meinen Freundinnen und ich. Und habe da dann viele Jahre gespielt, bin nachher zur Spielergemeinschaft Neustadt-Süsel gewechselt, habe da gespielt, bis ich 30 wurde. Also es war tolle Zeiten, viel Spaß gehabt, aber nachher wurde der berufliche Aufwand so groß, dass ich das nicht mehr vereinbaren ließ. Und nachher das Alter spielt ja auch eine kleine Rolle. Und zur zweiten Frage, ich glaube, da halte ich mich möglichst raus. Ich glaube, da gibt es andere, die da wirklich besser das beurteilen können. Aber bist du auf der Tribüne so jemand, der sagt, oh nein, Schiedsrichter, Mensch, das habe ich auch gesehen irgendwie oder auch spiel doch ab oder so, bist du eher so oder eher dann wieder so der blaue Mensch dann? Oh. Also den einen oder anderen Kommentar kann ich mir manchmal nicht verkneifen, ja. Man fiebert ja schon mit, aber ich bin jetzt nicht der da so auf der Tribüne rumgrölt, aber Kommentar fallen lassen muss man schon manchmal, ja. Okay. Vorletzte Frage, welchen Artikel hast du denn zuletzt bei HL Sports gelesen? Tatsächlich jetzt den letzten über die Bestellung von Sebastian, habe ich gelesen. Klar, aus aktuellen Gründen. Das war der allerletzte, ja. Du bist regelmäßiger Leser von HL Sports. Ja, habe ich auch abonniert. Schön, wunderbar, alles klar. Abschließende Frage, Daniela, dann bist du erlöst. Was möchtest du den VfB-Fans sagen, die ich noch nicht kenne? Ich möchte was ich gerne mitteilen würde, ist, dass ich mich total auf diese Amtszeit freue und ich glaube, dass wir auch hoffentlich einen steten Draht zueinander haben werden. Ich glaube, gerade mit dieser Zusammensetzung und auch, dass wir auch diese Fanszene mit integriert haben jetzt, sowohl im Aufsichtsrat als auch natürlich im Vorstand oder durch den Abteilungsvorstand, dass wir da eine gemeinsame Basis finden und den VfB da hoffentlich stabil ganz weit nach vorne bringen werden. Alles klar. Vielen Dank, viel Erfolg dabei. Alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.